Servus zusammen, mein Name ist Sigi Eichhorn und wir machen heute Landschaftsfotos und heute werden wir so richtig gefordert, denn wir machen unscharfe Bilder, die auch noch gut aussehen sollen am Ende. Und gerade Anfänger haben die Möglichkeit, solche Bilder zu machen, wenn man ein bisschen Zeit mitbringt und ein paar Dinge beachtet. Die Tipps gebe ich euch jetzt. Tipp Nummer 1 ist die Location. Das ist eigentlich am allerwichtigsten. Ihr müsst euch was aussuchen, was kontrastreich ist. Ich habe mir hier diese, ich glaube zumindest, dass es Pappeln sind, ausgesucht, die in einer Reihe hier gepflanzt sind. Also hier ist nicht komplett grün wie im Wald, sondern hier fällt Licht rein. Und ich habe hier den schönen Kontrast zwischen dem Gras und diesen grauen Stämmen. Ja, das ist, Location ist super, super wichtig. Licht ist super wichtig. Dann braucht ihr eine Kamera. Und die Kamera, die stellt ihr jetzt so ein, dass ihr zum Beispiel auf 35 oder 70 mm seid, je nachdem, wie weit ihr weg seid von dem Hintergrund. Und fokussiert erstmal den Stamm hier vorne an. So mache ich das. Wenn ich den Fokus habe, dann stelle ich den hier an meinem Objektiv auf manuell dann ein oder halt im Kameramenü, dass der schon mal sitzt. Und dann funktioniert es so, wenn der Fokus gesetzt ist, sucht man sich die Belichtungszeit aus. Ich habe jetzt hier 10 Fotos schon mal rumprobiert und habe gemerkt, dass auf ein Viertel ist es mir am allerbesten möglich, diese Wischbewegungen aufzunehmen, dass sie auch noch gut aussehen. Ja? Also stellt die Belichtungszeit auf ein Viertel ein. Ich habe jetzt eine Blende 5 gewählt und ISO 100. Und das schafft man jetzt bei Sonnenlicht nur, wenn man einen ND-Filter drauf tut. Ich habe einen variablen ND-Filter gewählt, weil ich mit dem die Belichtungszeit sehr gut einstellen kann. Also ND-Filter, ein Viertel Belichtungszeit, Blende 5. Funktioniert eigentlich recht gut. Und jetzt kommt es wirklich auf ein paar Versuche an. Ihr müsst jetzt von der Machart her beim Auslösen ganz leicht die Kamera anheben, so zack, und ihr habt nicht viel Zeit. Ne? Es geht einfach nur so zack und das war's. Schaut es an, ein Foto, ein Treffer. Also es ist unglaublich schön. Ich bin jetzt hier auf 35 mm. Wenn ich jetzt auf 70 gehe, funktioniert es auch. Moment, da muss ich jetzt aber, weil ich auf 70 bin, den Fokus wieder neu einstellen. Jetzt habe ich ihn. Jetzt bin ich wieder manuell und zack. Ah, ist das geil. Auf 70 fällt es mir aber tatsächlich ein bisschen schwerer, aber es funktioniert. Irgendwie so, also es kommt auf die Entfernung drauf an. Und wenn man richtig künstlerisch unterwegs sein will, dann sucht man sich exakt die Mitte. Und ich stehe jetzt hier wirklich hier in der Flucht. Jetzt schaue ich nochmal nach einem schönen Baum. Der hier sieht super aus. Das Licht kommt immer noch von der Seite. Der schaut jetzt allein im Display super gut aus, wenn ich das jetzt richtig belichten würde. Das mache ich jetzt mal ganz kurz, weil das so schön aussieht. Warte, ich stelle schnell Autofokus. So sieht das Bild aus ohne Wischbewegung. Sieht auch schon sehr gut aus, muss ich ehrlich sagen. Und jetzt drehe ich hier auf ein Viertel. Und ihr seht, die Kamera muss man schon ein bisschen bedienen können. Und bin jetzt auf einer Viererblende und wisch hoch. Ey, schau dir das an. 35 mm oder 30 mm. Und wichtig ist hier, dass ich nicht die grünen Blätter mit drauf habe, sondern nur die Stämme, weil hier hast du diesen Farbkontrast, den Farbtupfer. Wow. Also es braucht keine 10 Fotos, um hier ein gutes Ding hinzukriegen. Also macht euch keine Sorgen wegen unscharfen Fotos. Das hier ist Kunst. Und gerade solche Bilder kann man machen, wenn du komplett blauen Himmel hast, wie jetzt gerade, oder es Mittagszeit ist, oder das Wetter einfach nicht mitspielt, so wie ihr wollt. So kann man sich echt gut die Zeit vertreiben. Ich finde es unheimlich cool. Man muss nur immer aufpassen, wenn man mit dem Zoom-Objektiv immer wieder die Brennweite ändert, dass man
so doof es auch klingt, den Fokus immer neu einstellt. Aber ich habe jetzt hier bestimmt 10, 12 Bilder gemacht und die Hälfte davon kann man echt verwenden, wenn man einfach darauf achtet, ein Viertel Belichtungszeit, das ein bisschen übt und das richtige Motiv einfach hat. Das war jetzt echt wichtig. Ich habe jetzt nämlich versucht, die Bäume von der anderen Seite, von vorne da zu fotografieren. Da hast du aber die Flucht nicht und da ist das Bild nicht so gut, wie wenn man hier direkt drin steht. Also geht in den Wald, probiert es aus. Probiert es vielleicht auch in einem Mohnfeld aus oder in einem Rapsfeld und macht die Bewegung von links nach rechts. Hauptsache, man hat richtig schöne Kontraste. Ich weiß, dass es am Meer auch funktioniert. Gerade mit blauem Himmel und dem grünen Wasser, türkisfarbenen Wasser, aber es ist jetzt gerade ein bisschen schwer für mich hier, euch zu zeigen, wie das funktioniert. Weil im Hochformat ist es noch viel wichtiger, dass die Bäume irgendwie schön gerade gewachsen sind. Und die sind sie hier nicht überall. Also ich muss hier selber mal gucken. Aber im Prinzip, wow, im Prinzip ist es immer dasselbe. Nur die Stämme aufnehmen und wichtig ist einfach der Punkt, wo man anfängt und aufhört. Boah, ist das geil. Ich probiere es mal in die andere Richtung. Die kippen ja alle nach links so ein bisschen. Mal schauen, ob das funktioniert. Ja, hier fällt das Licht wieder viel stärker drauf. Da muss ich meinen ND-Filter komplett zumachen. Bin jetzt sogar auf einer 9er Blende. Und suchen wir mal diese zwei Baumstämme aus. Ich muss den Fokus hier nochmal neu setzen. Zack. Ja, funktioniert nicht. Und warum funktioniert es nicht? Weil die Bäume nach links kippen. Und das kann ich euch mitgeben. Schaut nach geraden Linien, nach irgendwas ganz geraden. Oder total Chaos. Aber die hängen alle leicht nach links. Und das funktioniert deswegen hier nicht. Deswegen habe ich die schönsten Ergebnisse an dem Spot mit dieser schönen Flucht. Vielleicht schafft sie auch von dieser Aktion ein Bild bei mir an die Wand. Und ich möchte euch echt ermutigen, das auszuprobieren. Und ihr braucht nicht unbedingt Sommer dafür, ihr könnt das auch im Winter machen, wenn zum Beispiel Schnee liegt. Und genau hier werde ich dann auch nochmal herkommen, um das Ganze mit Schneefall auszuprobieren. Je nachdem, wie die Bäume eben und die Baumstämme aussehen. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Gebt mir gerne ein Like für das Video. Freut mich, weil damit unterstützt ihr mich und meinen Kanal. Bye bye. Ciao, euer Sigi vom Ammersee.